Mobbefreunde und herzlich willkommen zur ersten Folge einer neuen DEL-Saison. Heute die Kölner Haie empfangen die Ice Tigers aus Nürnberg. Und wir gehen rein. Schönes neues Opening. Und dann wollen wir mal schauen. Und es sind die Live-Infos noch an. So, und es ist tatsächlich NHL 24. Boah. Und Treutle steht zwischen den Pfosten. Es ist tatsächlich meine erste Partie in der Vollversion. Hatte ja gestern keine Zeit. Und gestern ist mir noch was ganz, ganz, ganz Bitteres passiert. Bin morgen Kölner gegen die Eisbären im Pinktober-Spiel. Gestern habe ich mir vorne rechts meine Felge geschrottet. Das ist so übel. Einfach mal 900 Euro geschrottet. Und ich habe mich so geärgert. Aber das ist es halt, wenn man Stress hat. Wenn man schnell und dies und jenes. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Oh, sehr geil. Die Profis kriegen nichts auf die Reihe. So, dann machen wir das alles aus. Ich habe gewusst, dass irgendwas von den Einstellungen, dass ich irgendwas vergessen habe. So, audiovisuell. Dynamisch mittel, haben wir dynamisch hoch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es sieht nämlich so weit unten aus, oder? Ja, beim Seitwärts-Einparken, Heidauer. Ich hatte halt keine Zeit. Ja, dynamisch hoch war es, genau. Und das war, wow. Ärgert mich unglaublich. Wow. Was halt auch krass ist, woran man sich gewöhnen muss, ist, dass der Pinökel nicht mehr oben drüber ist. Lol. Und Barrard. Wir spielen einfach wie letzte Saison. Ja, diese Saison könnte es dann eng werden, ne? Diese Saison könnte es eng werden. Morgen wird dann die erste Folge der DEL auch kommen auf YouTube. Schmölz auf Kara, der auf Girard. Schade, schöner Schuss. Aber erstmal vorbei. Ein bisschen, Lenny Wise. Dynamisch niedrig. Es ist halt sehr unübersichtlich, dynamisch niedrig. Sieht geil aus, aber es ist halt schon sehr unübersichtlich. Boah, was ein Fehler. Maxi Kamera. IV oder Iserlohn. Und das war einer der neuen Hits. Und Dietz. Braun. Aber wisst ihr, worauf ich mich extrem freue dieses Jahr? Auf die Bloody Army. Auf die Bloody Army freue ich mich dieses Jahr wieder. So derbe extrem, ganz ehrlich. Schütz auf McLeod. Wieder Treutle. Schütz. Ja, jetzt haben sie die Druckphase, die Kölner. Boah. And they scores. Spiri, sie hätten gestern dafür Spieldauer gegeben. Ja, danke, Dungeon. Bei den Checks tue ich mich irgendwie schwer. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, das ist nicht mehr so einfach. Aber generell ist es halt, es ist am Anfang erstmal immer wieder so ein bisschen anders. Ich bin gespannt, wie sich die DEL entwickelt, Luca. Doggy, tatsächlich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ob ich dieses Jahr wieder ähnlich arbeiten werde oder ob ich dieses Jahr mal was Ausgefallenes mache, das müssen wir gucken, weiß ich noch nicht tatsächlich. Aber da kann ich halt auch diese Woche noch nicht ran. Sondern ich muss diese Woche noch meine Arbeit verrichten. Und dann ab nächste Woche geht's ab in die Elternzeit. Und dann habe ich auch so ein bisschen Muse und Zeit.
So, 4:2 Schüsse für die Kölner Haie. Und ich mag das halt mit dunklem Hintergrund, helle Schrift und dieses neongelbe Anzeige hinterlegte. Sehr, sehr, sehr geil. Pinke Trikots. Nach dem Urlaub vorher eh keine Zeit zum Spielen. Wann gehst du nochmal? Jetzt nächste Woche schon oder übernächste Woche, Heidi? Boah, was war das? Oliver auf Klötzl. Leonhard. Also ich glaube, mit Nürnberg wird es aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Season. McIntyre. Wow. Wow, wow, wow. Auswärtstrikot von den... Stimmt, du hattest es, glaube ich, gepostet, ne, Anni? Jetzt aber, komm, Kontermöglichkeit. Yes, Mann! Und was für ein Konter. Nürnberg also mit dem Ausgleich. Nürnberg mit dem 1:1 durch Daniel Schmölz. Woo! Sehr, sehr geil. Schön ausgekontert. Kein Kölner Verteidiger da und dann kann Mirko Pankowski nichts machen. Dir geht's gut, Nico. Der Familie geht's gut. Wie gesagt, ab Wochenende habe ich dann auch Elternzeit. Die kleine Maus hat am Sonntag Geburtstag. Und heute, Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, aber heute, als ich mit dem Fahrrad nach Hause kam, kam Meiler um die Ecke gelaufen. Alleine. Alleine. So krass. Und warum spiele ich mit Nürnberg, Max? Das hat die Abstimmung auf Discord ergeben. Ich habe 4 Mannschaften zur Auswahl gestellt, auf die ich Bock habe und die wir noch nie genommen haben. Und dann wurde es Nürnberg. Was war das denn? Servus, Philly Boy. Am Sonntag wird sie ein Jahr, Lenny. Am Sonntag wird sie ein Jahr, ja. Weil das kann, irgendwie. Boom. Wupp, wupp. Pinktober war der Breast Cancer Awareness Month. Ja, genau. Jetzt fehlt mir noch das Third und das Retro, das vor dem 28.12. rauskommen soll. Ja, das wird, glaube ich, nice. Aber das war richtig bitter. Wenn ich allein um die Ecke gelaufen komme, freut er sich nie so. Doch. Also immer, wenn wir uns getroffen haben, Heidi, habe ich mich mindestens genauso gefreut. Maxi Kamera, da ist Aubry Tourisson. Hat da den erneuten Ausgleich der Haie auf der Kelle. Die gleich wieder in die Druckphase gehen. Keine Ahnung, Lenny. Keine Ahnung, Lenny Weiss. Fleischer. Stroh. Böttner. Fox. Da ist Braun. Probiert's einfach mal. Einen großen Sprung kann ich jetzt noch nicht ausmachen. Es spielt sich anders. Es gibt den ein oder anderen Kniff bestimmt, aber es ist im Grunde nach ein gleiches Spiel. Kannst du das Spiel empfehlen, ehrlich? Mich hat es schon mal einer auf YouTube gefragt und da habe ich ganz ehrlich gesagt, ich kann da noch nicht sagen, ich empfehle es oder ich empfehle es nicht, wenn ich es jetzt als reiner Spieler bewerten würde. Dadurch, dass ich aber NHL-YouTuber bin, freue ich mich natürlich immer wieder auf den neuen Teil und kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin hyped aufs Game. Ich habe mich mega gefreut. Absolut. Aber ich will fair bleiben und will sagen, um zu sagen, ob ich es wirklich definitiv 100% empfehle, muss man noch ein bisschen warten. Okidoki Dungeon. Das Third-Trikot von Köln ist Bombe, Doggy. Aber das Third-Trikot von den Nürnbergern finde ich noch einen Ticken bombiger. Was ich finde, ich schön ist momentan, ist das mit dem Druck aufbauen. Das finde ich geil gemacht. Mal schauen, ob sich das so durchsetzt. Ob das in einem halben Jahr immer noch so geil ist. Aber für den Moment
wirst du halt wirklich belohnt mit entsprechendem Druck. Und das ist halt schon eigentlich ganz geil gemacht. Hast du dieses Tastenausschalten, dass du mit R2 bzw. RB drückst? Muss ich noch ausstellen, Hockeyboy, glaube ich. Sieben zu zehn Schüsse. Was auch schön zu sehen ist von den Schussstatistiken her bislang, ist es ausgeglichen. Und Dimitri, herzlich willkommen auf Discord. Ausrufezeichen Discord, wer noch nicht mit dabei ist, gerne reinjoinen. Ah, schade. Statsboni für Spieler. Ja, wenn du den Druck voll hast, dann kriegst du halt ein paar bessere Möglichkeiten und du kannst da vorne dann besser die Scheibe laufen lassen, die Spieler laufen besser. Immer dieser Druck, ja. Von Beginn an. Von Beginn an. Boah. Und Oliver mit dem Konter. Wow. Da haben wir Glück gehabt. Nein, das neue Passsystem werde ich nicht verwenden, weil das ein bisschen zu einfach ist, finde ich. Dass du dann RB gedrückt hältst oder R2 und dann dir auswählst. Schaut mal, dann auswählen, wohin du passen willst. Ich freue mich schon auf IV gegen Nürnberg und Ingolstadt, klar. Derby-Time. Muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich das finde, wo man das entsprechend ausstellen kann. Das kann man bestimmt bei den Controller-Einstellungen, oder? Der Druck, Olli Kahn, genau. So, wir haben Controller-Einstellung, Skillstick. Bully-Offensive, Coaching-Anordnungen, okay. Kann ich das überhaupt ausstellen? Relativ zur Kamera, Vibration, Benutzer, Puck-Abstürmung, Auto. Okay, das geht, glaube ich, nicht, oder? Kann man das ausstellen? Ja, das Rote von Nürnberg, Doggy. Keine Ahnung, hat man verwendet. Muss man sich dran gewöhnen. Also ich glaube auch, dass es nicht geht. Ich werde es mal noch suchen. Am Freitag bin ich das erste Mal auswärts beim Derby. Geil. Ja, das ist schon realistischer, Nico. Dass die Ausdauer schneller leer ist. So ein Shift auf dem Eis, der kostet ganz schön viel Kraft. Musst du mal googeln. Ist kein Problem, Doggy. Gefällt mir aber richtig geil. Ist halt so nordamerikanisch angehaucht. Oh, was war das? Bloody. Hä, was macht der da? Normalerweise war immer Puck abschirmen. Okay, ist auch neu. Nein, dieses Jahr nicht, Luca. Und auch die nächsten Jahre, glaube ich, nicht. Ist einfach mit meiner Tochter schlecht möglich. Habe ich doch gesagt, Max. Ja, da gab es ja gestern eine große Spieldauerstrafe oder eine große Strafe gegen Nick Master. Und wenn man eine 5-plus-Spieldauer bekommt, dann wird ja immer gesondert noch ein Ermittlungsverfahren seitens der Liga eingeleitet, um zu schauen, ob es noch weitere Sperren gibt. Und das war bei Nick Master nicht der Fall. Ich hatte es gestern mit Max noch davon und habe gesagt, nein, ich glaube nicht. The Third von Köln. Schütz Sharky oder Doggy. Max, wie geht's dir denn heute, mein Lieber? Boah, der war gar nichts. Nein! Na, ja, genau im Ausschuss, Ilmi. Oh je, Max, weiterhin toll, 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 mein Lieber. Wie bitter kann es sein? Ja. Servus, Florian H. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Soldat Florian H. meldet sich zum Stream. Alles gut bei dir? Hab heute mal Bier Pro gestartet. Er sitzt im Bier Pro-Menü ohne Jersey. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder gewollt. Ich würde schätzen, es ist ein Bug. Servus, Kaiser. Wunderschönen guten Abend auch an dich. Der Kaiser ist da.
Aber das ist halt übel. 3 Minuten vor Schluss. Also steuerungstechnisch muss man sich definitiv an ein paar Neuerungen gewöhnen. Und das ist Reutle. Servus Dobax, das in Bier Pro ist gewollt. Man sieht nur die Ausrüstung. Ja, könnte im Endeffekt auch Sinn machen. Bin mal gespannt, ob sich das ändert oder nicht. Ach. Louis Marc Aubry. Und Köln dreht die Partie. Ganz, ganz bittere Pille. Bin heute auch unter die Räder gekommen beim ersten Spiel. Oh, oh, oh. Boah, da war nix. Auf welches Derby freust du dich am meisten diese Saison? Harter Hit hier. Der hat schon ordentlich gesessen. Meinst du DEL oder DEL2? Schüsse im dritten Drittel, wir haben keinen. Schade. Schade. Bitter. Aber wir unterliegen den Kölner Haien. Subscription. Und Doggy. Vielen lieben Dank. Für den Support, danke für die Unterstützung und danke für den dritten Gifted Sub. Und Ilbi, willkommen bei den Eishockey-Profis. Dankeschön, liebe Doggy. Nächste Saison Düsseldorf gegen Krefeld, wenn es so weitergeht. Das wäre halt echt hart. Ist kein Problem, Doggy. Vielen, vielen Dank. DEL-Derbys sind halt immer die in Bayern ganz geil. Wobei man ja bei Nürnberg vorsichtig sein muss. Die Franken... Das ist ein bisschen schwierig. Da muss man ja immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Aber auch das sieht sehr, sehr cool aus. Aber die Dialoge in Bier Pro sind gleich, okay. München vor Mannheim, vor den Löwen Frankfurt, vor Bremerhaven, vor Wolfsburg, Ingolstadt und Köln. Das heißt, es gibt heute im ersten Spieltag nur lupenreine Siege. Niederlagen für die Eisbären Berlin, für Nürnberg, für Augsburg, Straubing, Schwenningen, Iserlohn, Düsseldorf. Das ist also die Tabelle nach dem ersten Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben natürlich da lassen für alle, die das auf YouTube sehen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.